Willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem Kanal der Füls-Gruppe, einer der größten Automobilienpartner in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Ich habe heute die Ehre, mit euch dieses Auto zu fahren, den Cupra Tavascan VZ. 340 PS, 545 Newtonmeter. Und wir werden uns einen Fahreindruck machen. Ich erzähle euch was über die Reichweite des Autos, über das Antriebskonzept, was da drin ist. Und wir werden natürlich auch gucken, fährt er typisch wie ein Cupra auch sportlich. Los geht's! Es geht gleich los mit dem Thema Antrieb und Laden, aber zuvor etwas in eigener Sache. Falls ihr euch das Auto erstmal en Detail angucken wollt, Interieur, Exterieur und alles drumherum, dann empfehle ich euch, unser anderes Video zu gucken, was wir schon zur Vorstellung des Cupra Tavascan gedreht haben. So, wir legen los. Ich habe gerade schon erwähnt, 340 PS hat dieses Auto hier neben mir, der Tavascan VZ. Es gibt aber noch ein Einstiegsmodell, die sogenannte Endurance-Version. Die hat nur Heckantrieb und dann 286 PS. Das bedeutet, wir kennen eigentlich die Motorisierung auch schon, denn es ist ja so, natürlich die Konzernbrüder, sprich Skoda Enyaq, VW ID.4, ID.5 und Audi Q4 bzw. Q4 e-tron Sportback benutzen natürlich identische Technik. Deswegen haben wir auch hier relativ ähnlich eine AC-Ladeleistung von 11 kW und eine DC-Ladeleistung von 135 kW. Die Kenner unter euch werden jetzt natürlich denken, 135, das ist weniger als bei den Konzernbrüdern. Richtig, der ID.4 zum Beispiel, der kann auch schon mit 175 kW laden. Aber Cupra sagt, trotzdem ist es möglich, in minimal 7 Minuten 100 km Reichweite nachzuladen, denn die Ladekurve ist so angepasst, dass eben länger eine höhere Leistung gehalten werden kann. Egal, welche Version ihr aber letzten Endes vom Cupra Tavascan wählt, es ist immer so, dass wir einen 77 Kilowattstunden Akku unten im Fahrzeug drin haben und der kann dann entweder für 569 Kilometer bis zu 569 Kilometer in der Endurance-Variante oder hier im Top-Modell, im Performance-Modell für bis zu 521 Kilometer Reichweite sorgen. Das werden wir jetzt aber erstmal ausprobieren. Wir setzen uns rein und fahren los. So, wir haben Platz genommen hier im Tavascan und wenn wir hier einmal kurz ins Interieur reinschauen, wir blenden euch da mal ein paar Bilder ein, dann seht ihr, das ist hier was Besonderes. Im anderen Video habe ich das schon erwähnt, wer das geguckt hat, ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, es ist einfach schön, dass hier was gezeigt wird, obwohl es ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern ist, was einfach mal ein bisschen mutiger ist. Wir haben hier diese skulpturale Mittelkonsole, die übergeht, dann oben ins Armaturenbrett. Cupra ist sich da einfach treu geblieben, hat hier schöne Sachen ausprobiert, es werden verschiedene Materialien verwendet. Ich habe ein sehr schön in der Hand liegendes Lenkrad, das sogenannte Supersport-Lenkrad, was wir auch schon kennen aus anderen Cupra-Modellen, mit den zwei Tasten, die ich hier habe, einmal um den Cupra-Modus zu aktivieren und die anderen Fahrmodi. Und ich habe auch die Schaltwippen für die Rekuperation. Das ist einfach schön gemacht. Auch eine Menge Ambientelicht ist hier drin. Man fühlt sich hier einfach wohl und in den sogenannten, ich glaube, sie heißen auch Supersport-Schalen sitzen, sitze ich hier wirklich gut drin. Man kann sogar noch einen sogenannten Cup-Sitz bestellen. Der hat dann auch Sitzbelüftung noch mit drin. Hier habe ich Sitzheizung auf allen vier Plätzen im Fahrzeug. Aber diese Sitze haben auch schon einen wirklich guten Seitenhalt und fügen sich, glaube ich, ganz gut ein in das, was wir gleich beim Fahren auch spüren werden, nämlich eine Menge Sportlichkeit. Wir rollen jetzt mal los. Ich kann mir natürlich hier die verschiedenen Fahrmodi auswählen. Wir starten mal ganz normal mit dem Komfort-Fahrmodi. Genau, Range habe ich sonst auch noch zur Verfügung, einen Performance-Mode und einen Cupra-Mode. Und wir begeben uns mal auf die Straße. Ich werde mal, bevor wir jetzt hier losfahren, einmal den Verbrauch nullen, sodass ich euch gleich, wenn wir hier mal ein bisschen gefahren sind, einen ganz guten Eindruck haben, wie viel wir denn jetzt letztendlich verbraucht haben. Ab Start, genau. Den nullen wir mal hier die Fahrdaten ab Start und dann kann ich euch gleich mal sagen, was das Ergebnis war. Ich habe hier mal eine Route eingegeben zu einer Ladesäule in der Nähe. So, wir begeben uns also erstmal einfach in den Stadtverkehr, so dass wir vielleicht auch bei dem Verbrauch so einen guten Drittelmix hinbekommen. Wir werden auch mal eine Runde beschleunigen, denn diese 340 PS und 545 Newtonmeter, die ja hier definitiv im Vordergrund stehen und zur Sportlichkeit hauptsächlich beitragen. Ja, was kann ich euch ansonsten zeigen, während wir hier im Verkehr stehen? Das MEB4 ist hier, das heißt, wir haben das aktuellste Infotainment-System, was es im VW-Konzern gibt. Und weil das Auto natürlich sportlich abgestimmt ist, haben wir hier die Möglichkeit, sogar ein DCC-Fahrwerk zu bestellen. Das kann ich mir dann einstellen über die Drive-Profile. Die haben hier dann jeweils auch nochmal so eine Animation. Wenn ich zum Beispiel auf Individual gehe,
kann ich das Ganze dann anpassen. Und hier das DCC, das können wir hier zum Beispiel mal auf ganz sportlich stellen. Komfort, Performance, Cupra, wir gehen sogar darüber hinaus. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sehen, dass die Kamera etwas wackelt. Denn das Ganze ist jetzt wirklich, wirklich schon gut straff gefedert. Ich gehe jetzt mal komplett in den Cupra-Modus. So, dass wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf der Landstraße unterwegs sind, ich fahre jetzt 60, ich trete jetzt einfach mal rein. Und dann sind wir auch schon bei 100, ja. Entschuldigung an meinen Kameramann, der kann die Kamera dann nicht mehr ganz so ruhig halten. Aber ihr merkt, 545 Newtonmeter, was soll man da erwarten? 5,5 Sekunden auf 100, 6,8 Sekunden in der Endurance-Version mit 286 PS. Das sind alles Fahrdaten, die sind mehr, als man jemals im Alltag gebrauchen könnte. Aber genau darum geht es ja. Ich möchte mehr haben, denn ich will ja durch meine Leistungsdaten einfach auch Spaß haben beim Fahren. Ich bin jetzt mal in den Komfortmodus rübergegangen, denn ich will jetzt hier mal ganz normal im Verkehr mitschwimmen und ich werde mal den Tempomaten hier aktivieren. Es ist tatsächlich so, dass in dem Fahrzeug hier das sogenannte Travel Assist serienmäßig ist. Bedeutet also, ich habe serienmäßig die Möglichkeit, teilautomatisiert zu fahren. Das bedeutet also, das Auto übernimmt für mich nicht nur die Querführung, also bleibt in der Spur, sondern auch die Längsführung und bei über 70 km/h Tempo auf der Autobahn den Spurwechsel teilautomatisiert, also unterstützend auszuführen. Es wird also überprüft durch alle möglichen Sensoren, die hier am Fahrzeug dran sind, ist dort frei. Es geht letzten Endes nur darum, dass ich ein so sicheres Fahren wie nur möglich bekomme durch eben diese unterstützenden Systeme. Ja, ihr hört es vielleicht schon ab und zu, funkt mir hier mal dieser Geschwindigkeitswarner rein. Auch da hat Cupra direkt reagiert, wie auch andere Firmen. Ich kann das Ganze ausschalten, indem ich hier oben diese Bar runterziehe, wo ich auch im Infotainment nochmal mir einzelne Funktionen hier reinlegen kann und ich drücke einfach nur auf diese Taste und dann ist die Geschwindigkeitswarnung ausgeschaltet, so dass der nicht immer bei 2 km/h, die ich über dem Tempolimit mal aus Versehen fahre, dann direkt immer alarmiert. Was ist natürlich auch wichtig während der Fahrt, ein entsprechendes Soundsystem, und da hat Cupra hier wirklich richtig nachgelegt, kann man sagen, denn es ist verfügbar ein Sennheiser Soundsystem, was wir hier bestellen können. Das hat 425 Watt Leistung. Ich würde euch jetzt natürlich total gerne mal etwas vorspielen, aber zum einen kommt das nicht so rüber, auf welchem Gerät auch immer ihr gerade gucken mögt, und zum anderen kommt dann die GEMA und sperrt uns das Video, ist also auch nicht gerade Sinn der Sache. Was ich euch sonst noch zeigen kann, ist das große Panoramadach dort oben. Das kann man tatsächlich nicht aufmachen, aber ich kann hier über die Taste, die ich hier vorne an der Decke habe, kann ich dann einfach das Rollo zumachen, sodass dann eben die Sonne draußen bleibt und mir das Auto nicht unnötig aufheizt. Ich bin jetzt gerade mal auf die Autobahn drauf gefahren. Leider ist jetzt hier eine Baustelle, aber sobald die weg ist, werden wir auch mal etwas beschleunigen. Denn es ist tatsächlich so, dass der Cupra Tavascan in beiden Varianten, die verfügbar sind, immer 180 km/h Vmax hat, also Höchstgeschwindigkeit. Das ist ganz ordentlich. Natürlich gibt es Elektroautos, die noch schneller fahren. Aber mit 180 kommt man ja dann doch auch schon ganz gut von A nach B. Wir warten jetzt mal, bis der Verkehr hier weniger wird und dann filmen wir nochmal den Tacho bei der Beschleunigung. So, wir gehen jetzt einmal hier, wir sind von der Autobahn runtergefahren, ich muss hier wenden. Ich weiß, dass hier eine sehr schön kurvige Straße ist. Wir wechseln in den Cupra-Modus. Bedeutet, das Auto ist jetzt voll auf Sportlichkeit abgestimmt und wir fahren jetzt hier mal auf diese etwas kurvigere Landstraße. Und ich versuche euch mal so ein bisschen zu vermitteln, das Auto hat ein Sportfahrwerk serienmäßig, wir haben eine Progressivlenkung serienmäßig. Also hier hat Cupra schon wirklich einiges an Sonderausstattung reingeschmissen, was jetzt hier zum Serienumfang gehört, damit das Auto einfach schön sportlich handelt. Ich muss sagen, ich habe einfach ein sehr direktes Fahrverhalten hier. Ich muss jetzt meinen Kameramann leider noch mal etwas ärgern. Wir beschleunigen jetzt mal hier etwas. Ja, und das Auto hängt hier einfach wirklich schön am Strompedal, am Fahrpedal, ihr versteht, was ich meine. Ich werde es wahrscheinlich letzten Endes im Gesamtverbrauch, den ich euch dann nennen wollte, bereuen, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Wir fahren jetzt hier mal ein bisschen sportlicher um die Kurven. Wir wollen ja einfach mal wissen, wie ist hier so das Fahrverhalten. Immer wenn mein Kameramann hier ausatmet, angestrengt, dann weiß ich schon, da sind einige G-Kräfte am Wirken. Ja. Ich kann euch nur sagen, was ich fühle. Das Auto fährt schön direkt. Es macht Spaß, damit zu fahren, obwohl das natürlich einiges an Gewicht ist. Ich denke mal, um die 2,2 Tonnen werden wir hier auch wieder haben mit dem Allradantrieb. Dadurch, dass wir natürlich einen Elektromotor an der Vorder- und an der Hinterachse haben. Aber es ist nun mal so, die Hersteller müssen da versuchen, möglichst gegen zu korrigieren gegen dieses Gewicht. Und dadurch, dass der Akku natürlich unten im Fahrzeugboden liegt, im Gegensatz zum Verbrenner, ist das hier auch ein Vorteil, der genutzt werden kann von der Gewichtsverteilung. So, jetzt geht es wieder auf die Autobahn und wir können jetzt endlich mal hier ein bisschen Gas machen. Es wird jetzt wieder ruckeln, weil ich muss ja wieder beschleunigen.
Wir schauen mal hier, 140, 150, 160, 170. Ja, das geht schon wirklich, wirklich schnell. 180 und dann fahren wir jetzt da langsam in den Begrenzer rein. 185 Tacho, das müsste dann wahrscheinlich 186, so um die 180 km/h GPS gemessen sein. Also das Auto fährt wirklich 180 km/h. Wie gesagt, nicht, dass man es bräuchte, aber manchmal, wenn man nachts schnell von A nach B kommen will und weiß, wo die nächste Schnellladesäule ist, dann ist auch das hier kein Problem im Auto. Das Auto fährt absolut ruhig, die Windgeräusche hier drin sind minimal. Das Auto liegt ja relativ flach, ist natürlich immer noch ein SUV. Aber ich muss sagen, als Reisefahrzeug ist das hier sicher super. Und ich habe es im anderen Video schon gezeigt, selbst ich hatte hinten mit 1,84 Meter auch noch wirklich gut Platz auf den hinteren Sitzen. So, jetzt werde ich mal wieder 130 fahren, gehe hier wieder in den normalen Komfortmodus rein. Wir wollen ja hier einen aussagekräftigen Verbrauch haben im Rahmen dieser kleinen Testrunde hier. Ich gehe auf Tempomat 130 und wir melden uns gleich nochmal. Wir sind zurück von unserer kleinen Testfahrt und natürlich werde ich euch jetzt noch den Gesamtverbrauch nennen, den wir auf dieser kurzen Runde erfahren haben. Wir haben einen Verbrauch von 18,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometern erfahren. Und ich denke, das ist absolut ein passabler Verbrauch. Wenn man überlegt, wir fahren ein SUV-Coupé, hier ist ordentlich Platz drin, dann ist das in Ordnung, gerade bei der Fahrleistung 340 PS. Und ihr habt ja gesehen, wir sind ja auch mal ein bisschen zügiger gefahren. Da ist das definitiv in Ordnung. Denn wenn man jetzt überlegt, 18,4 Kilowattstunden Verbrauch, ich habe 77 Kilowattstunden im Akku, dann ist das eine Reichweite von 420 Kilometern unter absolut realistischen Bedingungen. Wir hatten jetzt 22 Grad, Klimaanlage war an. Ihr habt gesehen, wie wir gefahren sind, wie ein normaler Mensch. So, wir kommen damit auch zum Ende unseres Videos und ich möchte zum einen eure Meinung wissen, zum anderen das Ganze etwas Revue passieren lassen. Ich habe das Auto empfunden als einen sportlichen Ableger vom ID.5 oder dem Skoda Enyaq, also genau das, was das Auto eigentlich sein soll. Ich finde es schön, dass da so viele Highlights drin sind, wie eben im Lichtdesign, dass das Design einfach ein bisschen extrovertierter ist und sportlicher gemacht und dass man das Ganze dann auch im Handling des Fahrzeugs merkt. Am besten ist es aber immer noch, wenn ihr einfach selbst vorbeikommt in einen von unseren Standorten, nämlich zum Beispiel in Hildesheim, in Göttingen oder in Braunschweig. Da sind wir mit Cupra vertreten und ihr könnt das Ganze einfach selbst erleben. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.